Willkommen auf meinem Kanal. Heute nochmal eine Runde Tense Words für euch. Diesmal allerdings ein bisschen höher vom Einsatz, weil die Freispiele recht günstig sind vom Einkauf her. Und gehen wir diesmal auf 1 Euro Einsatz. Und mal schauen, ob sich das auch wirklich lohnt, da ein bisschen höher reinzugehen. Ihr seid dabei. Wir drehen jetzt mal die Geschichte an. So. Ich finde das Spiel, wie gesagt, auch in dem letzten Video, wie ich es schon mal erwähnt habe, sehr interessant. Und deshalb wollte ich da die ganze Geschichte nochmal nachdrehen. Die Sachen Freispiele. Ja, das ist der höchste Wert, den man erreichen kann. Oben 5000 Euro. Das ist natürlich auch schon mal ein schönes Schwarze da oben. Da sind wir schon mal weiter mit Free Spins. Ja, da müssen wir nochmal die 4 anknipsen. Jetzt sind wir so ein bisschen bedeckt von dem Gewinn her. Aber mal schauen, vielleicht kommt noch mal auf höheren Touren hier. Einen Dreh haben wir noch. Mal schauen, vielleicht verlängert er sogar noch. Und hat er noch gemacht. Plus 3 Free Spins dazu. Ja, und dann drehen wir mal ganz elegant nach hier. Oh, das sieht ganz interessant aus. Schade. Ja, nicht so gut. Und nochmal eine Chance. Jawohl. Ja, sah wilder aus als das Endergebnis, aber immerhin, Kleinigkeit kam noch zurück, letzter Dreh. Da ist schon wieder durchgelaufen. Ein Setzer noch, okay, gibt es noch 25 drauf. Alles noch im grünen Bereich. Ja, da würde ich mal sagen, dann drehen wir da nochmal nach. Hintergrund, Musik habe ich ausgestellt, kann man dann über das Menü natürlich deaktivieren. Ganz wird es ein bisschen nervend. Aber schauen, vielleicht gehen wir jetzt sogar mit 10 rein. Ach, sah gar nicht mehr schlecht aus. Okay, jetzt gibt es ja natürlich oben die Kugeln schon an. Einigermaßen akzeptabler Start hier. Ja, war dünn. Und ja, manchmal muss man nicht unbedingt mehr Freispiel haben, also mehr zu gewinnen, indem man dann mehr Freispiel bekommt. Dem ist nicht so. Manchmal bekommt man auch in wenigen Spins den dementsprechenden Gewinn. Oh, jetzt zieht er mal nach, aber falscher Alarm. Jetzt haben wir ein paar Spins hier. 3 haben wir noch. Aber ich finde das Spiel wahnsinnig interessant. So, jetzt brauchen wir noch einen Punkt da unten. Bei dem K, dann geht die Reise auch nochmal weiter in Sachen Verlängerung. Letzter Dreh und Günther. Wie das aussieht, nicht. Ja. Ja, diesmal starten wir mit 8. Ich glaube, da fehlt eine Verkocksrunde. Dieses Bonus-Symbol bedeutet natürlich, dass der Punkt da oben dazu kommt und die Buchstaben einknipst, wie man sieht. Da fehlen jetzt gerade noch 2, nochmal zur Info. Einen brauchen wir noch.
Einfach schon mal weiter. Er muss immer schon anknipsen, damit wir natürlich mit den Free Spins auch dementsprechend weiterkommen. Jo. Oder zwei angeknipst. Ja, der Kuh wird er wahrscheinlich auch noch voll machen, denke ich mal. Aha. Oh, der geht mal schlecht aus. Ja, komm. Ah, schade. Honig schon mal per se. Hat schon ein schönes Ding noch rausgepresst hier. Und wir sind sogar noch weiter. Wieder drei Free Spins dazu. Ja. War die letzte Runde, aber da kann man gar nicht mehr sich beschweren. Zumindest bis jetzt. Bis jetzt noch alles schön saftig. Dann gehen wir mal in die nächste Runde rein. Und oh, Runde 10. Ja, spielt eigentlich ungern, sag ich mal, so höhere Einsätze. Das ist für mich eigentlich schon in der Form schon ein bisschen zu hoch. Aber im Spiel geht es noch, finde ich. Obwohl ich jetzt nicht sagen kann, dass ich mit 50 Cent Einsatz weniger Erfolge habe. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ist jetzt nicht so den krassen Unterschied jetzt gerade hier. Ja, das wird eine Schmutzrunde. Mhm. Zähnchen nachgehauen. Na, eine Reihe und Glied da oben und ne, da rutscht er noch durch. Da habe ich gesagt, es gibt doch nur noch 10. Aber hat mich bei 8 Free Spins oben abgewürgt. Da sah er es dann raus. Ein schwacher Start. Ein bisschen aufpassen, wenn solche Runde jetzt öfters kommen, dann kann es teuer werden. Ja, die Runde ist gelutscht. Aber wir drehen nochmal nach hier. Gehen nochmal rein. Wieder mit 8 Spins. Ich hoffe mal, dass die Aufnahmen, die ich jetzt zuvor gedreht habe mit dem anderen Handy, dass sie zufriedenstellend waren. Bei der einen oder anderen hat noch keinen Kommentar diesbezüglich da abgegeben, aber ich denke mal, war alles soweit in Ordnung, die Tonqualität. Oh, jetzt muss aber langsam in Verlängerung gehen hier. Macht er auch. Schade. Mhm.
Ja, das habe ich ein bisschen abgesäbelt. Aber ist nicht schlimm, wir drehen trotzdem noch mal nach. Haben wir schon mal 10 auf sicher. Oh, sogar 12. 5 Bonus Bücher oder wie man hier gerade sieht, sind 12 Spiele. So, dann so wie das aussieht, kann er noch oben in der Form nicht mehr dann verlängern, ganz klar. Bald nichts mehr zum Anknipsen. Dann macht er oben die ganzen Buchstaben sofort an. Oh, dann zwar nicht ja so ausgekürtelt. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Schwerter. Oh, sieht auch wild aus, aber diese ganzen Symbole dann halt mit den Köpfen sind doch nicht so stark. Am besten sind natürlich die Schwerter. Also das Spiel werde ich einen Tag auch noch mal streamen, werde ich auf jeden Fall mal ohne Features einzukaufen, dann auch mal eine längere Zeit drehen. Würde mich mal interessieren, wie sich das dann so proportional verhält von den Gewinnen her. Okay, jetzt haben wir 20 ausgekackt. Zähler hinterher und oh, da hat eine Batterie noch mal reingehauen, aber sah wild aus. Okay, die Runde ist aber gar nicht mal schlecht. Letzter Dreh und Ende im Gelände. Ja, ich muss mich noch nicht ganz beschweren. Aber wir dümpeln da immer noch ein bisschen auf dem Stand rum. Da kommt es noch mal einen dazu. Jawohl, haben wir wieder 10. Oh, 12 haben wir noch mal. Dann habe ich in dem Spiel auch noch nicht gehabt. Wie gesagt, noch mal zur Info: Das Spiel heißt 10 Swords. Wer dann wissen möchte, wo ich spiele, Link ist unter dem Video natürlich zu sehen. Dort kann der eine oder andere gerne mal reinschauen, wenn er möchte natürlich. Oh, das wird aber, glaube ich, eine Katastrophenrunde hier. Läuft doch ziemlich schnell das Spiel, also mit viel Speed, obwohl ich noch diesen Blitz da unten gar nicht aktiviert habe. Dann geht es natürlich noch schneller auf Turbo, aber ich finde das Spiel ist schon recht flott. Wie gesagt, dann ein bisschen vorsichtig sein vom Einsatz her, sonst das rappelt schon ziemlich schnell durch. Was? Aber wir drehen noch mal nach. Ah, diesmal gehen wir mit 8 rein, wie es aussieht. Jo. Aber das muss jetzt manchmal gar nicht so verkehrt sein, wie man jetzt auch gerade gesehen hat. Ist natürlich keine Garantie, wenn man da auch die 12 hat, dass man da unbedingt mehr gewinnt. Man muss natürlich so ein starkes Bild hier reinkriegen mit den Schwertern. Da bringt er natürlich eher nach vorne. Und da ist manchmal gar nicht so wichtig, die Anzahl hier der Freispiele. Aha, und? Naja, dann bist du halt rausgetan. Zwei. Aber knipst und ein bisschen schwer an. Letzter Dreh und Ende, wa? Ja. Ah, ich habe so ein gutes Gefühl. Ich glaube, der könnte da noch mal draus tun. Hier gibt es übrigens keine erweiterten Spins in dem Spiel. Oh, 10 gibt da. Okay, wir gehen nochmal mit 10 Freispiel rein.
Hauptsache, der knipst noch schön parallel dazu an, wie man sieht. Marker macht er gleich voll. Jetzt muss er ein paar Schwerter noch raus tun. Ja, wir haben unten eigentlich nur noch das A offen, aber ich glaube nicht mehr, dass er das noch anknipst komplett. Drei Spieler noch. Ja, wir brauchen ein paar starke Schwerter. Nee, also nicht mehr gemacht. Warum war eher schwach unten rum? Drehen wir nochmal nach. Und mit 8 gehen wir diesmal rein. Ja, wir sind so ein bisschen hier auf dem Stand stehen geblieben, sagen wir mal so. Sieht doch nicht so viel getan. Also man sieht auch deutlich 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro. Ich weiß nicht, ob das alles so unbedingt der Burner ist. Ich habe die größten Erfolge gehabt, auf 20 Cent einsetzen und sein, ich sage jetzt mal, wenn ich das mal so sehe, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf 50 Cent hier weniger Gewinne habe. Gewinne, die nicht so hoch sind wie auf 1 Euro. Also ich sehe das nicht so. Aber das ist auch immer Geschmackssache. Der eine oder andere sagt, okay, ich habe da mehr Erfolg gehabt, weil ihr es ja schließlich auch öfter spielt auf den höheren Einsätzen, denke ich mal. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ah, schade. Okay, jetzt soll ich jetzt nochmal eine Batterie hier runter. Na, da gibt es auch das J dran. Nochmal viel dazu. Sieht ja schlecht aus, jetzt kommen. Ah, schade, ist schon vorbei. Ah, da haben wir noch ein paar Spins. Na, jetzt geht es langsam dem Ende zu. Vielleicht mit der Kuh noch an. Nee. Ja. Ein, zwei Runden können wir noch drehen. Zum Abgewöhnen. Schauen wir mal. Dann drehen wir da rein mit 10, so wie das aussieht. Schwacher Start irgendwie. Keine Ahnung. Leibversüfter Start. Vielleicht knipst er jetzt hier an, aber brauchen wir hier die Schwerter. Na? Aha. Ah, schade, durchgerutscht. Ah, falscher Alarm. Naja, hat er noch 10 noch mal nachgedrückt hier. Ich weiß gar, es gibt noch mal 12 oben drauf, aber 10 ist aufgekommen. Okay. Letzte Runde, Leute. Ich kriege hier nicht mehr alles drauf. Mein Zeitfenster hier oben abläuft in Sachen Aufnahme. Aber das Spiel werde ich wahrscheinlich morgen nochmal angreifen. Kann sein, dass da nochmal ein Teil von kommt. Also wisst ihr Bescheid. Da ist der Drops noch nicht geluscht.
Schon, ob wir vielleicht doch noch eine Runde gleich mal reinkriegen. Müssen wir von der Zeit umschauen. Das müsste ich nämlich schneiden. Das ist nämlich gar nicht gut. Nee, lass mal besser. Geht ja noch in die Verlängerung hier rein, so wie es aussieht. So, nochmal zwei dazu. Also nach oben hin, wenn er dann die Buchstaben anmacht, dann wird es immer weniger von den Spins, wie man gerade sieht. Da gibt man nur noch zwei. Letzter Dreh und das war's. Ich hoffe, euch hat das Video so einigermaßen gefallen. Das waren natürlich die ersten Eindrücke wieder von dem Spiel Ten Swords. Ja, der ein oder andere kann da mit gemischten Gefühlen rausgehen. Ich finde, das Spiel ist sehr interessant und ich werde es auch demnächst öfters zocken. Und da kommen mit Sicherheit noch weitere Teile, vielleicht sogar auch schon morgen. Mal schauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute, und schaut gerne mal auf den Link unter dem Video, da seht ihr natürlich, wo ich spiele und dort bin ich auch. Dort sieht man auch mal einen Kick-Link, wo ich dann abends immer streame. Schönen Tag noch, Leute, und immer schön sauber und rum bleiben. Ciao.